Was ist da wohl drin? Sollen wir mal zusammen gucken? Nur ist ganz aufmerksam, ne? Was kriegst du da, Etty? Was bekommst du? Oh, was? Wuff. Wuff macht das. Wuff. Oh, ist das flauschig. Ich weiß, wer das auch haben möchte. Etty, warte. Aber auf deinen Platz, Smurfy. Auf deinen Platz. Auf deinen Platz. Etty, warte. Oh, das wird ja riesig. Boah, warte. Das ist so flauschig. Das muss das Kind nehmen. Warte. Etty, aber auf deinen Platz. Smurfy, auf deinen Platz. Auf deinen Platz. Ich will mal einen neuen Hut. Etty, aus. Ja, das ist für dich. Ab auf deinen Platz. Platz. Warte. Müssen wir ein bisschen aufschütteln und warten, dass das richtig die Luft zieht. Okay. Nee, nicht beißen. Langsam aus. Das ist so flauschig, da schlaf ich drin. Oh, Edgy, aus. Ey. Murphy. Langsam. Los, fein. Fein, ist das schön? Nein. Das ist so, er sagt, das ist wie ein neuer Freund. Nicht beißen. Aus. Er sagt, das ist ja andere, mit anderen Geschlechtsteil. Guck mal, wie weich das ja ist. Boah. Schön. Super. Ist das was für dich? Smurfy. Das kann man gut schrammeln, bitte. Das ist ja super, oder? Ja, müssen wir noch mal in 1-2 Stunden gucken. Ja. Wenn das so aufgeflufft ist, richtig. Ich glaube, der ist schon so aufgeflufft. Oh, das nehme ich. Das ist echt richtig schön. Ja. Weil 100%, ich weiß, wer das auch haben möchte. Ja, mach mal Platz. Er hat Unterricht oben, ne? Ja, er kackt jetzt da drauf, dachte ich. Etty, Smurfy. Ist das fein? Weißt du, ein schönes Körbchen, das ist sein erstes richtiges Körbchen, ne? Ja, will auch eins haben. Wollen alle so ein tolles Körbchen haben? Ja. Oh, guck mal, wie er sein Schnäuzchen da reinmachen kann. Hier kann man auch Leckerchen drin stecken. Nein, lieber nicht. Und beißt es. Schaut mal, wie sehr Smurfy das mag. Ist ja sein erstes eigenes Körbchen. Er hat bis jetzt noch gar keins gehabt, weil er immer alles geschrümmelt hat. Und jetzt, das gefällt dir schön, ne? Das ist schön flauschig. Der macht immer sein Schnäuzchen hier so ganz rein. Oh, fein bist du, ne? Ja, erstes eigenes Körbchen. Luxus, ne? Ja, jetzt erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr habt mich ja nur, also ihr habt mich schon gesehen, aber ich habe euch noch nicht begrüßt. Heute ist Wochenbetttag 11. Die Kleine ist 11 Tage alt schon. Und ich sehe ein bisschen fürchterlich aus, ne? Ist egal. Und dann diese Brille, die macht auch noch so dunkle Augenringe, noch dunkler als sie eh schon sind. Heute Morgen war alles ein bisschen stressig, sag ich euch. Wir hatten sehr viel Büroarbeit heute zu tun und die Kleine hatte wieder einen Stillmarathon heute Morgen, nachdem sie die Nacht super geschlafen hat. Da möchte ich mich gar nicht beschweren. Und dann kam das Paket halt mit Smurfys Bett und ja, da geht ein ganz liebes Dankeschön an die Claire raus von Pappshow, denn die hat mir das zugeschickt und ja, ich sollte das testen. Also Smurfy ist der Tester, würde ich mal sagen. Und ja, falls ihr ein Körbchen sucht, das gibt es in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben. Wir haben jetzt dunkelgrau genommen, weil es einfach in unsere Einrichtung passt und weil wir meinten, dass es für Smurfys Fell am idealsten ist, dass es nicht so auffällt. Und ich blende euch unten einen Code ein, falls ihr auch Interesse habt, da könnt ihr 30% Rabatt bekommen auf diese Bestellung. Natürlich werde ich euch in den weiteren Vlogs zeigen, wie Smurfy dieses Körbchen findet. Aber ich glaube, der liebt das jetzt schon. Also er schläft so seelenruhig da drin. Ja, das wird schön sein für ihn. Während es jetzt eben zur Post, weil ich habe euch erzählt, wir haben so viel Büroarbeit erledigt heute. Und da sind einige Briefe, die jetzt rausgeschickt werden. Normalerweise ist das voll praktisch, weil bei uns kommt ja am Laden auch Paket,
Mann, also DHL und sowas alles. Und dann geben wir sowas einfach alles mit, immer die Briefe und so. Aber jetzt, wo halt der Lockdown ist und der Laden zu ist, ja, geht der Bernd jetzt halt eben zur Post, um das wegzuschicken. Man gewöhnt sich da echt dran, ne? Das ist ja echt ein toller Service, muss man ja sagen. So, ich habe heute Morgen nur ganz schnell gefrühstückt. Schaut euch das mal an, das ist so ein Brei. Und da habe ich einen Apfel und eine Banane reingemacht. Das ist sowas hier. Da, das habe ich von meiner Schwägerin geschenkt bekommen. Schmeckt eigentlich ganz gut. Wenn man es vielleicht mit Zimt noch oder Agavendicksaft ein bisschen würzen würde. Das habe ich heute Morgen nicht gemacht, weil ich hatte einfach mega Hunger. Weil irgendwie musste alles schnell gehen heute Morgen. Naja, egal. So, die Maus schläft jetzt. Habe ich euch das schon erzählt? Stimmt, ne? Bin ein bisschen durch den Wind. Ich räume jetzt hier schnell auf und dann gibt es für uns erstmal alle Frühstück. Außer für Smurfy, der hat schon gefrühstückt. Ja, und dann starten wir weiter in den Tag. Vielleicht kann ich mich mal ein bisschen richten heute. Bring die Aufgabenstellung runter, dann lesen wir das zusammen durch, dann zeige ich dir das. Eigentlich wollte ich mein Video heute Morgen schon schneiden, jetzt ist schon 16:30 und schaut mal, wie ich mein Büro eingerichtet habe. Hier ist die Maus, direkt an der Bar. Ich habe mir hier so ein Stillkissen bestellt, was wie so ein C ist. Das ist richtig cool, dann muss ich sie nicht immer halten, dann kann ich sie einfach so freihändig hier liegen haben. Und da ist der Laptop, das heißt, ich kann einfach so arbeiten, stillen und alles. Und mein Mann bringt mir jetzt noch ein Stück Kuchen. Dann kann ich auch noch essen. Multitasking. Smurfy ist auch dabei. Und Smurfy, was ist mit deinem neuen Hundebett? Also wenn wir auf dem Sofa sind. Was? Wow. Wow? Ich meine, weil er hier liegt. Boah, wenn wir auf dem Sofa sind, dann ist er auch lieber hier. Na? Oh, die Maus. Hallo. So schön wieder eingeschlafen. Ich bin heute richtig fertig irgendwie. Jetzt ist die Maus hier beim Stillmarathon eingeschlafen. Wir haben 18 Uhr gleich. Haben wir echt schon 18 Uhr? Ja, ich schätze mal, die wird jetzt noch eine Stunde schlafen, dass sie ihre 3 Stunden voll hat. Was ihr hört, ist Calvino und Smurfy spielen. Ja, ich habe das Video jetzt fertig geschnitten und hochgeladen. Das könnt ihr morgen sehen. Und Bernd ist auch gleich aus dem Büro fertig. Und dann haben wir fast Feierabend. Dann kommt halt nur noch mal der Stillmarathon. Und Essen müssen wir vorbereiten. Aber wir waren ja so klug und haben vorgekocht fürs Wochenbett. Heute gibt es Linsensuppe. Da freue ich mich richtig drauf. Schön gleich so ein Brot mit dick Margarine und Linsensuppe so dippen. Oh, das liebe ich. Da freue ich mich drauf. Und boah, ich wollte mich gerade einmal hinlegen. Also so um, weiß ich nicht, 15 Uhr oder so, war die Livia einmal so eingenickt. Und ich so, komm, dann lege ich mich hier aufs Sofa und schlafe ein Stündchen mit ihr. Und dann habe ich sie gerade abgelegt. Und dann ist sie wach geworden natürlich. Ja, und dann war sie halt wach. Und dann habe ich gesagt, boah, hätte ich nichts gesagt, hätte sie einfach geschlafen. Also ich konnte nicht schlafen. Ich bin heute irgendwie voll platt, voll müde. Ja, mal gucken, vielleicht schlafe ich, gehe ich heute ein bisschen früher schlafen. Das ist so süß, ne? Wir sind so verliebt. Man könnte die den ganzen Tag angucken, ne? Jetzt läuft der Fernseher, aber wenn ich hier alleine bin mit ihr, dann habe ich den immer aus. Ich gucke dann nur sie an, weil ich so verliebt bin. Meine Maus. In euch bin ich auch verliebt. Er darf da nicht reinbeißen in sein Bett, ne? Ja, Smurfy aus. Smurfy. Etty aus. Er sagt, sein Platz ist weg, weil er war unartig. Jetzt ist das Bett weg.
Er hat immer gebissen, haben wir in HWR gepackt. Bis morgen. Na, bei uns gibt es nicht nur Linsensuppe, sondern auch noch andere Reste. Ja, Brot und sowas, aber Calvino kriegt noch Kartoffelpüree. Nee, den kriegt der Smurfy. Das ist übrigens von Vitakraft, so ein 99 Cent Spielzeug. Es hält und er ist ja echt länger mit beschäftigt als mit dem Kong. Na, das kriege ich jetzt nicht da raus, weil es heiß ist. Gibt es Kartoffelpüree mit Käse über, nicht überbacken, über Mikrowelt. Danke. Und dazu gibt es noch Hongkong Nuggets. So. Nein, die sind nicht schwarz, die sind gold. So. Schwarz-Gold. Das sind Dortmund Nuggets. Ja. Soll ich dir die da drauf machen? Ja. Ein dickes Hund jetzt hier. So, guck, haben wir wieder die Reste alle, fast alle aufgebraucht, ne? Ja. Was ist denn die Fernbedienung? Da. Das ist so lange. Oh, sehr dunkel. Ja. Ich glaube, die wacht gleich auf. Ich habe sie da reingelegt, weil wir gerade gegessen haben. Und sie hat auch sehr schön geschlafen. Und ich wollte euch noch die Blumen zeigen, die ich gestern bekommen habe. Die sind ziemlich wunderschön. Ich mach mal Licht an. Ach, sieht man auch so ganz gut. Die sieht aus wie eine künstliche, aber die ist echt, echt herrlich, oder? Schön. Richtig prächtig, der Blumenstrauß. Ja, ich chill jetzt mit Calvino schön auf dem Sofa. Und der Bernd ist noch ein bisschen im Büro am Arbeiten. Jetzt wird die Maus wach. Jetzt ist nichts mehr mit chillen, jetzt ist stillen. Wer wacht denn hier gerade auf? Die Maus, die Maus, die Maus. Die ist so süß, wenn die aufwacht. Ja. Die Männer sind gerade mit dem Smurfy spazieren. Deswegen haben die Weiber gerade Ruhe. Bist so süß. Schaut mal die Decke. Die hat auch meine Schwägerin genäht. Und die ist so, da verfärben sich die Tiere bei Tageslicht. Habe ich noch nie gesehen, so einen Stoff. Voll schön, ne? Schläft noch weiter. So, ich wollte noch etwas sagen zu dem Video von gestern, glaube ich, habt ihr das gesehen, wo ich über Stillhütchen rede, dass ich die loswerden möchte. Und ich wollte euch sagen, warum ich die loswerden möchte. Denn, also das ist ja so, dass am Anfang das Stillen echt unangenehm sein kann und die Brustwarzen halt total wund werden. Und das hatte ich bei Calvino und da habe ich dann aufgegeben mit dem Stillen. Die waren blutig, die Brustwarzen, das war so fürchterlich. Ich habe geweint, wenn ich den angelegt habe. Ich habe wirklich einfach aufgegeben. Der war auch richtig angelegt, der hatte die richtig im Mund und so. Es war trotzdem, weil die einfach so dauernuckeln am Anfang. Ne? Jetzt auch bei Livia, ich stille jetzt so zwischen 6 und 7 Stunden am Tag, weil die so dieses Cluster-Feeding macht und das ist echt eine lange Zeit. Klar schläft sie auch viel, aber die Zeit, die sie wach ist, da wird sie auch sehr, sehr viel gestillt. Ja, und jetzt war das halt auch wieder so, dass die Brustwarzen so wund, nee, die waren noch nicht wund, aber die taten schon weh. Und es fing an, dass ich so gedacht habe, boah, nee, das ist aber jetzt nicht so schön, das Gefühl. Und ich dachte mir, bevor jetzt die Konsequenz wieder ist, dass ich aufhöre mit dem Stillen, dann nehme ich lieber Stillhütchen. Und es hat auch super geklappt. Die sind schön abgeheilt wieder, die Brustwarzen. Und ja, alles war super. Allerdings ist bei Stillhütchen, liest man öfter, dass es zu Saugverwirrungen kommen kann. Erstens, das heißt, dass dann die Babys die Brust anschreien und nicht mehr saugen. Oder nur noch mit Stillhütchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Jahr stillen möchte, sage ich jetzt mal. Oder egal wie lange, 4 Jahre, halbes Jahr, egal.
dass man das dann nur noch mit Stillhütchen machen kann, was ja doof ist, weil ne, die verlegt man mal oder nachts, dann fallen die schon mal ab, dann muss ich die suchen oder so, das ist dann schon einfacher ohne Stillhütchen. Und dann hatte ich nach 3-4 Tagen, nachdem ich die angefangen hatte, hatte ich versucht, wo die Brustwarzen halt wieder nicht mehr wehtaten, ohne Stillhütchen. Und da hat sie auch die Brustwarze nicht genommen. Und dann war ich voll traurig. Ich habe gedacht, na toll, jetzt musst du immer mit Stillhütchen stillen. Und gestern war ich dann halt so, also habe dann halt wieder Stillhütchen genommen. Und gestern habe ich einfach mal ausprobiert und hat sie echt ohne Stillhütchen genommen. Ja, und jetzt kann ich halt ohne Stillhütchen stillen und war voll stolz und voll glücklich, dass es jetzt ohne klappt. Und ich hoffe mir, dass das weiter so geht, dass sie nicht wieder wund werden. Und das ist so schön. Nach dieser Schwangerschaft, also die erste Schwangerschaft von Calvino, die war ja voll toll. Dafür war das Wochenbett halt voll schwierig und anstrengend. Und diesmal war es halt voll umgekehrt. Die Schwangerschaft war nicht so toll. Ihr wisst, ich habe viel gejammert, viel gemeckert und geflucht. Aber das Wochenbett und alles ist voll toll. Und die Geburt. Ich habe gerade keine Hand frei, um die vom Mund zu halten. Obwohl ich heute halt auch echt müde bin. Aber egal, ich gehöre ein bisschen eher ins Bett. Ja. Und es lohnt sich. Man weiß ja, wofür man es macht. Fast so süß wie der Ecki, als er aus dem Popo gekrabbelt ist. Als er bei dir aus dem Popo gekrabbelt ist. Und von der Ritze geflitzt ist. So. Einmal schnappen. Keine Tücher? Ich gebe dir die Windeln, gebe ich dir. Die sind im HWR. Diese Stoffwindeln. Ich wollte immer eine Thermoskanne holen, wo wir morgens warmes Wasser reinmachen können. Da muss ich hier nicht immer so lange das Wasser laufen lassen für ihr Popotücher. Also, was machst du da jetzt? Die Arbeitsblätter von morgen schon. Ach so. Ja. Hallo Mausi. Warte. Ich warte. So. Mhm. Ja. 476 Office. Habe ich schon gefalten. Neue Mullwindeln. Da geht jetzt einiges durch, weil oft ist es so, wir wechseln die Windel und gerade fertig geworden, dann gucken, ist sie wieder voll. War nichts drin. Nichts drin? Ja, dann kannst du ja wieder zuklappen. Mal ist sie frisch. Na dann. Na dann, na dann. Dann wollen wir nochmal versuchen, ob der Etty jetzt sein Körbchen wieder lieb hat. Sein schönes. Ich habe dafür Zeit. Ich muss mir auch noch einen Snack machen für heute Nacht. Etty, so schön lieb sein. So ist fein, ne? Oh, Baby, super. Ja, du magst das nämlich, ne? Ja, aber Fetzen macht auch Spaß, ne? So ein Testbiss muss man mal machen. Ja? Na, guck. Dann kann ich ja die dreckige nehmen und schon mal wegtun. Dann nehmen wir das auch mit ins Bett, das Körbchen heute. Oder wollen wir ihn nicht so verwöhnen? Nicht noch mehr verwöhnen. So, die sind auch wieder alle trocken hier. Super. Echt, jetzt habe ich gerade die Kamera ausgemacht, wo du das sagst. Ich habe es nämlich gerade noch erzählt. Er hat jetzt die Windel gewechselt, der Bernd. Voll Spaß, Freude reingegangen. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht und in dem Moment drückt sie. Wie immer. Ich hatte dir gerade aber frische Stoffwindeln gegeben. Ja, ich habe jetzt nochmal andere. Okay. Ich wollte die haben. Und hier sind die feuchtigen. Super, Maus. Ich habe echt für eine Sekunde überlegt, das einfach. Aber nein, dann kriegst du einen wunden Popo. Nein, aber so, ne? Ja, ja. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ihr seht wahre Bilder aus dem Wochenbett. Ich bin gestern, also wir sind einfach ins Bett gegangen, ich habe euch mehrfach gesagt, wie müde ich bin und um 8:15 oder 8:30, ich weiß nicht mehr genau, wir waren früh im Bett und haben geschlafen, das tat so gut und ja, Bernd ist ausliefern heute, deswegen bin ich jetzt alleine. Am Anfang hat das ja jemand anders gemacht im Wochenbett und jetzt macht Bernd das halt wieder. Und ich mache jetzt gerade ein bisschen Haushalt. Der Staubsauger läuft und ich sage euch, so ein Roboter, der ist im Wochenbett echt praktisch, weil die Kinder mögen ja so
weiße Geräusche oder wie auch immer man dazu sagt, also Föhn oder Staubsauger und so. Und wenn er saugt, dann saugt er 2 Stunden ungefähr. Und ja, die Maus schläft einfach dabei, die genießt das. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt Haushalt, dann mache ich mich fertig und dieses Video muss ich schneiden, was ich hoffentlich heute Vormittag schaffe. Mal schauen. Wenn ja, dann seht ihr das morgen direkt und wenn nicht, dann nicht. Mal gucken, ich gebe mir Mühe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!